Jo Leute, Pyrocracker Fireworks wieder am Start für euch und hiermit begrüße ich euch ganz herzlich zu dem neuen Format auf meinem Kanal Pyro Stories. Ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich erst einmal, was dieses neue Format überhaupt soll, aber das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Und zwar sendet ihr mir einfach eure lustigen, kuriosen oder auch einmaligen Geschichten, die ihr durch Feuerwerk erlebt habt. Die ganzen Stories sendet ihr mir dann einfach zum Beispiel per Direct-Nachricht auf Instagram, falls ihr mir da noch nicht folgt. Ich heiße Pyrocracker Fireworks, genauso wie mein YouTube-Kanal, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Oder, falls ihr kein Instagram habt, gibt es natürlich eine weitere Möglichkeit, wie ihr mich erreichen könnt. Und zwar habe ich da extra eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die auch unten in der Beschreibung angegeben ist. Ja, eine weitere Sache, um die ich euch gerne bitten möchte, ist, dass ihr euch bitte Mühe beim Formulieren der Story gibt. Weil je besser die Story natürlich geschrieben ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Text dann auch in der nächsten Ausgabe Pyro Stories mit dabei ist. Das Thema der heutigen Ausgabe Pyro Stories ist, dass Leute wegen Feuerwerk ausrasten. Und ich denke, dass dieses Thema ja auch auf meinem Kanal eine sehr wichtige Rolle spielt, weil ihr kennt ja sicherlich alle die beiden Videos, wo zum einen die alte Frau bei mir an Silvester ausgerastet ist und dann auch noch der alte Opa. Ja Leute, dann würde ich sagen, labern wir hier nicht lange rum. Lasst Feedback in den Kommentaren da, auch gerne Verbesserungsvorschläge zu der ersten Ausgabe Pyro Stories. Dann würde ich sagen, viel Spaß und los geht's mit der ersten Story. Die erste Story kommt vom Pyrolord YouTube, die er mir auf Instagram zugesendet hat. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte auch mal eine Situation, wo zwei Leute ausgerastet sind, weil ich Kategorie 1 gezündet habe. Immer wenn ich bei meiner Oma und Opa zu Besuch bin, gehen wir in den Teddy und Kick und ich bekomme von ihnen etwas Jugendfeuerwerk und Brenner. Das war auch diesmal in den Pfingstferien wieder der Fall. Am Abend wollte ich dann in den Hinterhof von meinen Großeltern zündeln gehen. Der Hof ist durch Gartenmauern komplett abgeschottet und in der Mitte des Hofes steht ein großer Nussbaum. Nachdem es aufgehört hatte zu regnen, bin ich rausgegangen und habe angefangen. Alles war nass. Zuerst habe ich ein paar Knatterbälle gezündet und der Nachbar nebenan saß auf seinem Balkon und hat mich beobachtet. Ich habe mir nichts dabei gedacht und einfach weitergemacht, doch dann kam ich auf die blöde Idee, 10 Bienen auf Schlag zu zünden. Da der Boden und die Blätter des Nussbaumes noch feucht waren, entstand eine riesige Rauchwolke, welche aber kaum zu sehen war. Der Rauch konnte aufgrund des Nussbaumes nämlich nicht nach oben abziehen. Als ich dann noch ein paar Flitze Feuerstein gezündet hatte, war alles voller Rauch. Ich habe mir gedacht, dass ich den Rauch einfach wegwehen könnte. Also nahm ich eine Fußmatte und begann zu wedeln. Alles hat super geklappt, doch dann habe ich gemerkt, dass der ganze Rauch beim Nachbar auf den Balkon gezogen ist, sodass der Nachbar in seine Wohnung gegangen ist. Zur Krönung kam auch noch mein Opa raus, weil er den Rauch gesehen hatte. Er schrie, was hast du denn da gemacht? Hör sofort auf, die Nachbarn denken ja, es brennt. Wenn die Feuerwehr kommt, zahlst alles du. Dann hat er das ganze Feuerwerk genommen und in die Tonne geklopft. Ich habe alles wieder rausgeholt und 10 Minuten später wieder weitergezündet. Plötzlich war der Nachbar wieder auf dem Balkon. Nach einem Knatterball hat er zu mir rübergerufen, hey, das kannst du mal aufhören mit dem Scheiß du, ich rufe sonst die Polizei. Ich habe ihm erklärt, dass alles erlaubt ist. Aber dann kam wieder mein Opa. Er hat natürlich seinen Nachbarn recht gegeben. Danach hatte ich keinen Bock mehr und ich habe entschlossen, nie wieder beim Opa Kategorie 1 zu zünden. Meine Oma hat sich drin völlig kaputt gelacht, weil ihr es lustig fand, dass ich nicht bemerkt hatte, dass ich den ganzen Rauch zum Nachbarn gewedelt hatte. Ja Leute, ich würde sagen, das war doch schon mal ein sehr guter Einstieg für die erste Story. Und da kann ich euch nur fragen, wie hättet ihr reagiert? Hättet ihr auch die Fußmatte geholt? Wärt ihr komplett ausgerastet? Hätte euer Opa das ganze Feuerwerk in die Tonne gekloppt? Oder was hättet ihr den Nachbarn gesagt, wenn ihr seinen ganzen Balkon voll genebelt hättet? Also Leute, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ich werde mit euch natürlich sehr gerne darüber diskutieren. So, die nächste Story kommt von German Pyro. Die Story ist zwar etwas kürzer als die erste, aber dennoch extrem spannend. Ich und mein Freund waren letzte Woche ein paar FP3 zünden, die noch von Silvester übrig geblieben sind. Unglücklicherweise sind wir vor dem Zünden an einem Garten vorbeigelaufen, in welchem eine Gartenparty stattfand. Wir waren so schlau und haben den FP3 10 Meter weiter gezündet, um ihn in eine Wassertonne zu werfen. Dann sind wir rasch davon gelaufen. 10 Minuten später hat mein Freund bemerkt, dass er einen FP3 verloren hatte. Das will ein Pyro natürlich nicht hören. Also sind wir zurückgegangen, um den Böller zu suchen. Wir bemerkten schnell, dass die Wassertonne komplett Schrott war. Neben der Wassertonne stand ein Mann und er hat uns mit dutzenden Schimpfwörtern gefragt, wer von uns eine Knallpatrone in die Tonne geworfen hatte. Wir haben natürlich versucht, uns rauszureden, was sich als nutzlos erwies, weil der Garten an einem Feldweg liegt und der Mann uns gesehen hat, wie wir auf das Feld gelaufen sind. Mein Freund hatte eine sehr schöne Ausrede parat, denn er hat gesagt, dass wir es vorhin knallen gehört hätten und dann auf das Feld gelaufen sind, weil wir Angst hatten. Als nächstes kam ein anderer Typ von hinten und hat gesagt, dass wir uns verpissen sollen. Wir sind so schnell davon gelaufen, wie wir konnten. Das war echt knapp. Ja, ich würde sagen, das war doch mal eine richtige Story mit Action. Allerdings möchte ich euch zu 100% mit auf den Weg geben, dass mit Feuerwerk Vandalismus zu betreiben einfach scheiße ist, da ihr das Privateigentum von Leuten, die damit gar nichts zu tun haben, beschädigt
und auch, dass ihr keine Polenböller in Deutschland zündet, weil es ganz einfach gegen das Sprengstoffgesetz verstößt. Also fahrt dafür einfach lieber nach Polen und zündet da so viel ihr wollt. Ich hoffe, euch haben die beiden Storys hier gefallen und ich bitte euch nochmal, lasst uns einfach gemeinsam in den Kommentaren über diese Geschichten reden bzw. diskutieren. Das war die erste Ausgabe Pyro Stories. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Pyros, und haut rein!